Das hat sicher mit Energie zu tun. Lustvoll. Keine Berührungsängste. Dass die Leute offen aufeinander zugehen, einander genug atmen. Und Augenkontakt ist immer sehr wichtig. Und gute, konstruktive Diskussionen haben. Eine gute Begegnung ist für mich, wenn etwas bleibt hängen. Teils am Leben von anderen und andere nehmen am Leben von mir teil. Begegnungen sind gute Leute kennenzulernen. Dass man gar nicht zusammenreden muss, dass man auch einfach miteinander laufen, schweigen. Wenn zwei zusammen reden, dass beide Personen können erzählen, wie es ihnen geht. Man einfach langem einfach Leute sehen. Sehr langem. Ich sehe die anderen Leute mit anderen Kleidern, mit anderen Gesicht, anderen Farben auch. Das ist mega gut und interessiert mich. Und ich merke auch, dass das Zusammensein mit verschiedenen Menschen, dass ich das unglaublich wichtig finde, um das Gespür zu behalten für die grössere Gemeinschaft. Wenn der andere anders ist als du, wie jeder Mensch anders ist als der andere, wie wenn man einfach, wenn man jeden akzeptiert, so halt so, wie man ist. Wunderbar. Dann kann man im besten Fall zusammen lachen. Das ist etwas vom Besten. Humor. So. Alte Leute und jung und behinderte Leute oder Kinder auch manchmal, kann zusammen spassen. Mein Gefühl ist, das ist so schön, am liebsten. So alle zusammen kann eine gute Party machen. Enorme Glücksgefühl. Blöd tun und niemand schaut dem schräg an. Feste, tanzen, etwas so. Gute Musik, wo du die Leute gut unterhalten. Mein Wunsch wäre, dass ich mit meinen Kollegen in die Party gehe, in die Disco, noch eins saufen und das. Also, das mache ich am liebsten. Wenn die Menschen zufrieden sind, glücklich sind, wenn es sehr gute Gespräche gibt, wenn man exzessiv tanzen zusammen. Das ist für mich Leben. Das ist für mich der Zeri, 3 Wochen davon. Party kommt noch. Tanzen, so mit anderen Menschen treffen. Liebe zwischen Menschen ist eigentlich wie ein Flug durch das Universum. Und niemand will, dass das endet.